Hallo, liebe Freunde, heute gibt es ein 1 gegen 1 gegen Utwin in Homeworld 3. Utwin hat mit den Higaranern gespielt und ich mit den Inkarnierten. Und das Ganze ist ein bisschen geschnitten, dass sie so die spannendsten Stellen zu sehen bekommen. Und jetzt geht's los, viel Spaß. Mit den Bergungsschiffen zu tun oder ist das was anderes? Ja, es hat was damit zu tun. Ja, okay. Also, dann kann ich es dir auch sagen. Also, der Vorteil von den Higaranern ist halt, dass die mit ihren Resource-Kollektoren halt Schiffe überleben können. Ich weiß gar nicht, ob es im Skirmish auch schon sofort geht. Also in der Kampagne geht das sofort. Aber die Inkarnierten, die müssen halt dafür erst ein extra Schiff erforschen, damit die das machen können. Node 1 augmented. Ach Mensch, stimmt. Das gibt's ja auch noch. Tag Designation, Strike Craft, execute. Oh. Dann kommt jetzt wirklich nur das Ding. Caution, Resource Controller is under fire. Ja, das ist schon echt eine ordentliche Jägerflotte da zusammengestellt. Ja, wie gesagt, das sind die einzigen Jäger, die ich bauen kann, diese Dominanzjäger. Target research concluded. Ja, jetzt darf ich mit seinen Aufklärern hier die Ressourcenschiffe zum wegzumalen, das ist ja fies. Ja gut, das sind zumindest Abfangjäger, die da drüben sind. Ah ja, genau. Ja, das sind so das Gegenstück zu den Dominanzjägern. Ich könnte mir vorstellen, dass die Dominanzjäger dementsprechend sogar ein kleines bisschen besser sind, dafür, dass die eben nur diese eine Art haben. Alter! Du hörst da echt nicht auf, ne? Gut, ich mache jetzt... Ich schicke dir da einfach in alle Richtungen ein kleines bisschen, um deine, quasi deine Jägerdominanz ein kleines bisschen zu splitten in der Hinsicht. Mhm. Jetzt kommt er mit dem ganzen Mutterschiff dahin. Okay. Sonst hätte ich jetzt nichts, was da was machen könnte. Ich habe keine Ahnung, im ersten und zweiten Teil war das Mutterschiff nicht sehr kampfstark, aber schon allein die normalen Trägerschiffe jetzt in dem Roguelike-Modus haben ganz gut geschossen. Von daher könnte das sein, dass die auch ganz gut Geschütze haben. Ja. Ja, ich habe halt nicht so gute... Mir fällt gerade auf, ich habe gerade nicht so einen guten Konter gegen kleine Schiffe. Ja, das war mein Problem die ganze Zeit. Deswegen habe ich das Mutterschiff geschickt. Das einzige Konter, der mir gerade in den Sinn gekommen ist. Target enemy strike craft. Caution, Node 1 has significant losses. Reposition. Assault Corvette assembly complete. Digga. Enemy strike craft have engaged. Boah, das war jetzt richtig gut Damage gemacht. Mich hat es auch gewundert. Also wie gesagt, ich habe auch nur die schwachen Mutterschiffe aus dem ersten und zweiten Teil im Kopf, die eigentlich nur minimal Schaden gemacht haben mit dem kleinen MG, was sie dran hatten. Aber das Mutterschiff war da jetzt ziemlich durchgesäbelt durch diese ganze Jägermenge. Das war schon heftig. Ich habe da jetzt auch nur drauf gepokert, dass sie so stark sind, weil ja auch diese Trägerschiffe aus dem Rockback-Modus überraschend stark sind. Ja. Nee, das war schon... Was ist denn jetzt hier? Hä? Ach so, die kommen per Hyperraum rein. Das ist ja witzig. Also so große Schiffe wahrscheinlich, ne? Nee, die meine Rohstoffleitschiffe, die sind nicht aus dem Mutterschiff gekommen, sondern die sind per Hyperraumsprung reingekommen. Witzig. Jetzt kommt er hier rüber geflogen mit seinem ganzen Mutterschiff. Das ist... Oha, dein Mutterschiff sieht aber auch ziemlich krass aus. Okay. Hier so nah wollte ich eigentlich auch nicht. Geschützfregatte. Railgun Corvette. Production Report. Perfekt, so, hier kommen wir jetzt... Die ganze Zeit nur die Dinger hier ballern. Ja. Jäger und Korvetten. Muss man auch erstmal durchblicken. Production Report. Attack Frigate ready. Okay. Geschütze. Oh, die greifen ja gar nicht mit an.
Caution. Resource controller hull integrity at 75%. Ach, die gibt's auch noch, alles klar. Support port 3 reporting critical failure. Rohstoffspeicher erschöpft. Das war keine gute Nachricht. Break contact. Production report. Attack frigate ready. Warning. Resource controller nearing critical. Hull integrity at 25%. Ressourcen hier horten. Ah, hier seid ihr. Schon gefragt. Production report. Attack frigate ready. Ach, der Ruder hat halt echt den Überblick hier über das Match. Und wirklich das, Überblick ist auch schwer gesagt. Ich fühle mich immer so, als hätte ich nicht alles im Blick. Das liegt aber auch an der ganzen dreidimensionalen. Beginning escort protocol. Control, Board 2 reporting critical. Board 1 alert. Enemy strike craft club alert. Got you. Ist jetzt aus der Forschung, da kommt er jetzt. Ah, aus der Forschung, alles klar. Was, worauf hast du gehofft? Ja, also einfach mal höhere Schiffstypen so auf, da wüsste ich jetzt nicht, ob ich es schon erforscht habe oder ob ich schon bauen kann, aber nee, es muss erst noch geforscht werden. Okay. Egal, kann's auch, was ist? Na, ich wollte noch sagen, kann es auch sein, dass du früher die Trägerschiffe bauen kannst, aber ich glaube, du bist einfach früher drauf getaggt. Nö, die sind bei mir auch ganz normal. Ich muss auch durch Korvette, Fregatte und dann die Großkampfschiffe. Also ich muss da genauso durch. Dieser inkarnierten Erzähler, der gibt auch keinen Shit, Alter. Der geht hier so völlig desinteressiert. Frigate is being attacked. Aber das war schon immer so ein Ding bei Homeworld, dass da alle so desinteressiert gewirkt haben. Ja. Alert. Board 2 engaged by Frigate. Hell yeah. Enemy Frigate attacking. Board 1 defend. Was kommt da jetzt raus? Ein Zerstörer. Okay. Caution. Resource controller taking damage. Alert. Frigate. Production report. Destroyer operation. Enemy frigate taking cover. Kommt der nicht hier raus? Ha? Nur die Frage, ob ich irgendwie. Board 2 engage. Enemy frigate. Die Schlachten haben schon was, ja. Ja gut, also sieht aktuell so aus, als kriegst du mein Mutterschiff noch zerstört. Ja, meinst du, das haut noch hin? Es wird auf jeden Fall sehr, sehr knapp. Ja? Ich weiß nicht. Also auf dem Schlachtkreuzer kann ich aktuell ressourcentechnisch überhaupt nicht gehen. Aber ja, das hat schon gut Damage genommen tatsächlich. Das hat ordentlich Damage genommen. No, die Zerstörung von dir. Ja, ja. Systems critical. Board 5 has heavy damage. Ja, da kommt noch ein Zerstörer, das wird jetzt ekelhaft. Ich habe noch keine Reparaturfregatte. Mhm. Müsste ich erstmal noch erforschen. Ja, ja. Ja, wie gesagt, das können die dafür die inkarnierten Ressourcenschiffe. Ah. Wie er jetzt da unten in das Loch verschwinden will mit seinem scheiß Ding da. Ich gehe gar nicht. Das war nicht bei der Plan, das Ding ist einfach von selbst da jetzt hingeflogen. Also ich habe einfach nur weggeklickt irgendwo hin. Lol. Wo ist mein anderer Zerstörer? Wo ist der? Scheiße, wenn ich es nicht schaffe, das. Da kommt noch ein Zerstörer raus, wenn ich es nicht schaffe, deinen Mutterschiff jetzt zu zerstören. Bin ich komplett am Hintern. Ja, das war's. Das war aber wirklich dann in der Hinsicht ultra knapp. Ja, ja. Das reicht ja. Reporting Destroyer lost.
Hattest du jetzt auch diese Begleitfregatten schon? Ja, ich habe sie gerade die erste rausgeholt, jetzt erst. Also das war jetzt wirklich letzte Sekunde. Also weil der eine Zerstörer, der jetzt gerade da noch ein bisschen in der Kurve geflogen ist bei dir, weil der auch konstant aufs Mutterschiff draufgegangen, hättest du wahrscheinlich das Ding zerstört. Das Ding war auf jeden Fall bei so 10-15% Leben. Und der Zerstörer hat auch gewaltig Schaden drauf gemacht. Ich hab's ja gesehen, wenn er mit seinen Lasern da drauf gehalten hat, dann ist das Mutterschiff extrem Schaden gerissen. Schnell, dafür, dass es solche fetten Brummer sind. Ich frag mich, ob so ein Kreuz überhaupt hinterherkommen würde. Ja, gut. Alert. Resource vessel lost. Nein, mein Mutterschiff. Schiff hat vergessen, wie es geht zu explodieren. Ah, jetzt. Ui, das bricht in der Mitte sogar durch. Oder hier hinten. Ja, oh. Cool. Ja, GG. Aber es war... Aber ganz ehrlich, das sah jetzt wirklich... 90% des Kampfes sieht aus, als würdest du gewinnen. Genau. Und ja, dann würde ich mal sagen, das war jetzt mal ein 1v1. Und dann gucken wir uns das nächste Mal wieder eine weitere Runde vom Rocklenk-Modus an. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Oh.